Inklusion zu leben. Das heißt ja nicht nur, dass man einen Menschen jetzt im Betrieb hat, der mitarbeitet, sondern auch die Mitarbeiter, die schon im Betrieb sind, haben die Chance, Menschen kennenzulernen und Berührungsängste auch abzulegen. Das Miteinander, dass man miteinander arbeitet, miteinander spricht, miteinander auch die Pause verbringt. Inklusion. Kreis und quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Also, wir haben uns ja schon in einigen Folgen in diesem Podcast mit dem Thema Arbeit beschäftigt und heute wollen wir über ein spezielles Thema auf dem Arbeitsmarkt sprechen. Wir sprechen heute über Inklusion auf dem Arbeitsmarkt und haben uns dazu heute einen Gast eingeladen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt. Und ich bin Hagen Wolf und unser Gast ist unser Kollege Tom Gard. Moin Tom. Hi. Hallo. Tom, vielleicht stellst du dich noch einmal vor, wer bist du und was machst du? Ich bin Tom und mache mein Volontariat bei der Rothenburger Kreiszeitung. Und die gehört zur Mediengruppe Kreiszeitung. Wie der Name schon sagt, genau. Genau. Und heute bist du bei uns hier in Sieke. Und wie lange machst du dein Volo denn schon? Schon fast 2 Jahre. Also ich bin jetzt fast am Ende und habe jetzt am Ende nochmal eine kleine Serie gestartet. Über die Serie sprechen wir gleich. 2 Jahre jetzt Volo, bist bald fertig und bleibst du bei der Mediengruppe Kreiszeitung, weil es so toll hier ist? Dann bleibe ich erstmal da. Cool, siehst du? Wunderbar. Aber die Serie. Genau, die Serie. Es handelt sich um Inklusion auf dem Arbeitsmarkt und darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was beinhaltet deine Serie? Ich habe mir verschiedene Modelle angeguckt, wie Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt integriert werden aktuell und wie sie vielleicht auch in Zukunft in einem inklusiven Arbeitsmarkt von vornherein schon Teil des Ganzen sein könnten. Ich glaube, über den Unterschied sprechen wir gleich nochmal zwischen Integration und Inklusion. Genau. Wie kamst du auf die Idee, diese Recherche zu betreiben? Man muss dazu wissen, dass bei uns in Rothenburg leben relativ viele Menschen mit Behinderungen. Das hat historische Gründe, weil da eine große Einrichtung für diese Menschen ist, die Wohn- und Wohnraum anbietet, auch Werkstätten zum Arbeiten, Freizeitaktivitäten. Die gibt es schon seit fast 150 Jahren und dementsprechend sind diese Menschen auch sehr präsent im Stadtbild und auch oft Teil unserer Berichterstattung. Und dann dachte ich mir, gucke ich mir auch mal an, wie diese Menschen eigentlich arbeiten. Aber bevor wir starten, erstmal ein kleiner Reminder für alle, was Inklusion eigentlich ist. Das kann man eigentlich ganz gut im Unterschied zur Integration sehen. Und Leslie, du hast dich mit Integration beschäftigt. Genau, Integration. Also bei dem Modell geht man davon aus, wir haben die Gesellschaft, das ist so eine homogene Masse, alle sind ungefähr gleich. Und dann gibt es eine kleine Außengruppe, also zum Beispiel Menschen mit Behinderungen. Und diese Gruppe, da wird dann erwartet in der Integration, dass die sich an das System, an die Rahmenbedingungen von der großen Gruppe anpassen. Dass sie sich quasi an die Welt anpassen, die auf Menschen ohne Behinderungen zugeschnitten ist. Und dabei werden sie dann unterstützt. Hast du da ein Beispiel für? Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Kind mit einem Förderbedarf hat in der Schule, dann wird nicht der Unterricht an dieses Kind und seine Bedürfnisse angepasst, sondern dem Kind wird zum Beispiel einen Schulbegleiter oder sowas an die Seite gestellt und es wird unterstützt, dass es besser mit den Rahmenbedingungen des Unterrichts klarkommt. Okay, und Tom, dein Thema Inklusion. Du hast dich da auch stark mit beschäftigt. Kurze Erklärung zu Inklusion. Im Unterschied zur Integration geht es bei Inklusion darum, dass nicht die Personen sich an dieses System anpassen, sondern dass sich das System und die Rahmenbedingungen an die Person anpasst, beziehungsweise so flexibel gestaltet ist, dass alle Menschen teilhaben können und diese Bahn betreten, berollen, wie auch immer können. Also ganz klassisches Beispiel ist natürlich bei einer Straßenbahn oder bei einem Zug die Rampe, die dann bei Bedarf einfach ausgefahren wird und plötzlich kann jeder mitfahren. Okay, also so wie ich es verstanden habe, ist Integration, die Person passt sich ans System an, Inklusion, das System passt sich an die Person an. Genau. Beziehungsweise das System ist so flexibel, dass es nach Bedarf an alle Personen angepasst ist. Genau, das wäre dann zum Beispiel so, dass jemand bei seiner Arbeit, der Arabisch spricht, dass dann da ein Dolmetscher in der Firma mit ist, der ihm das alles übersetzt, dass er sich quasi nicht an das System anpassen muss, sondern dass er so kommen kann, wie er ist. Das ist ja der Grundgedanke von der Inklusion. Aber um auf dein Beispiel zurückzukommen, Leslie, dann ist es ja auch sinnvoll, dass die Gesellschaft ab und zu mal Integration und ab und zu mal Inklusion anbietet. Denn gerade bei Sprachenlernen ist es ja auch sinnvoll, wenn man hier in Deutschland lebt und arbeitet, dass man integriert wird. Ja, das könnte man so sehen. Ich würde aber sagen, das ist eher nicht so gewollt, weil
ja, weil ja Deutschland sich schon 2009 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat, die auch Inklusion mit einschließt. Also Inklusion betrifft aber natürlich nicht nur die Schule, das betrifft auch Arbeit und soziale Teilhabe. Und Inklusion ist gewollt und Deutschland ist verpflichtet dazu. Wir sind aber noch auf dem Weg dahin, wo wir jetzt schon bei dir sind, Tom. Du hast dich ja, wie wir ja schon vielfach erwähnt haben, viel mit dem Thema beschäftigt. Du hast dich informiert. Wie läuft es denn bisher mit der Inklusion in Deutschland? Wie klappt das? Genau, ich würde vielleicht noch mal kurz auf die UN-Konvention zurückkommen, die du gerade schon erwähnt hast. Das ist, wie du schon gesagt hast, ein völkerrechtlicher Vertrag, den mittlerweile über 190 Staaten ratifiziert haben, also Deutschland 2009. Und sich auf über eine halbe Milliarde Menschen weltweit bezieht. Also so klein ist die Minderheit eigentlich gar nicht der Menschen mit Behinderung, auch wenn sie vielleicht im Alltag nicht so sichtbar sind. Und das Besondere an der Konvention ist, dass diese Menschen jetzt nicht mehr als krank betrachtet werden, die irgendwie ein Defizit mitbringen und von der Norm abweichen, sondern dass man davon ausgeht, dass sie eben eher von außen, vom Umfeld an Teilhabe behindert werden. Also man sagt sozusagen diesen Merksatz, sie sind nicht behindert, sondern werden von der Gesellschaft behindert, dass das nicht mehr ein integraler Teil ihrer Identität oder ihrer Gesundheit ist oder wie auch immer, sondern eben Hürden von außen auferlegt werden. Und genau, da hat die UN-Behindertenrechtskonvention, es ist ein ganz langer Vertrag, der in ganz vielen Bereichen mehr Inklusion von den Staaten, die diese Konvention ratifiziert haben, einfordert. Okay, Inklusion von der UN vorgeschrieben, zahlreiche Staaten machen mit zahlreichen Menschen, aber Deutschland wurde ja auch gerügt, oder? Ja, Deutschland wird regelmäßig gerügt von der UN, da gibt es dann spezielle Kommissionen, die die Umsetzung überprüfen. Und was besonders in Deutschland in der Kritik steht, ist das stark ausgeprägte System von Sonderstrukturen. Also das fängt bei der Bildung an, dass Menschen mit Behinderung immer noch häufig in Sonderschulen unterrichtet werden, geht dann übers Wohnen weiter, dass man häufig große stationäre Einrichtungen hat und ja, am Ende endet es auch auf dem Arbeitsmarkt, dass zum Beispiel Menschen mit Behinderung in Werkstätten für behinderte Menschen, so heißt es offiziell, WFBM, arbeiten und nicht zum Beispiel hier bei der Mediengruppe Kreiszeitung im Podcast einfach mit dabei sind. Ja gut, also Deutschland musste auf jeden Fall noch viel dazulernen. Aber so viel erstmal zu den Unterschieden von Inklusion und Integration, wie Deutschland sich da so macht. Kommen wir mal zurück zum Thema die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt. Das ist ja das, wovon wir heute sprechen wollen. Tom, für deine Recherche, da hast du Experten und Expertinnen besucht, du hast Unternehmen besucht, die Menschen mit Behinderung einstellen, du hast auch mit Menschen mit Behinderung gesprochen und gemeinsam haben wir beide den OBI in Rothenburg besucht. Da arbeitet nämlich Christoph von Helms und zwar schon seit 10 Jahren. Er ist auch ein Mensch mit Beeinträchtigung und das läuft über die Lebenshilfe Rothenburg-Verden. Tom, wie läuft das denn ab da? Das läuft so ab, dass Christoph bei der Lebenshilfe Rothenburg-Verden, die auch eine Werkstatt anbietet, angestellt ist in diesem Werkstatt für behinderte Menschensystem, aber auf einem sogenannten Außenarbeitsplatz arbeitet. Also er wird von der Werkstatt ausgeliehen an OBI und wird zusätzlich noch betreut von einem Jobcoach, den wir gleich auch kennenlernen werden, der bei Problemen vermittelt, der nicht nur Christoph berät, sondern auch die anderen Kollegen, weil wir schon darüber gesprochen haben, dass es bei Inklusion auch darum geht, dass die anderen sich darauf einstellen. Da versucht er mehr Sensibilität zu schaffen, Rücksichtsnahme einzufordern. Und das Besondere an diesen Außenarbeitsplätzen ist, dass Christoph seine Rechte behält. Er kann jederzeit in die Werkstatt, in den geschützten Bereich der Werkstatt zurückkehren und er behält auch seinen Anspruch auf staatliche Leistung, weil man in einer Werkstatt für behinderte Menschen nicht ausreichend Geld verdient, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Deshalb bekommen die meisten Menschen oder eigentlich alle ergänzende Leistungen vom Staat, Pflegegeld, Sozialleistungen. Und ja, diese Leistung erhält er weiter und behält auch sein Recht darauf. Okay, und wir haben Christoph und seinen Jobcoach Michael Pfingst von der Lebenshilfe Rothenburg-Verden vor Ort bei OBI in Rothenburg besucht. Wie läuft das denn so, die Menschen in die Jobs zu kriegen? Wie funktioniert das mit den Firmen? Also grundsätzlich ist es erst einmal so, dass das Interesse seitens der Beschäftigten da sein muss. Die kommen dann, wie gesagt, auf uns zu oder in der Werkstatt auf die dementsprechenden Fachkräfte und äußern den Wunsch eines Praktikums.
Dann wird mit uns in Verbindung getreten. Wir schauen mal, wo die Interessen und Wünsche sind. Das ist vorrangig das, was wir erstmal brauchen, die Wünsche des oder der Beschäftigten, um dann zu schauen, in welche Richtung darf das gehen. Und wir gehen dann mit den Beschäftigungsgebern im näheren Umfeld in den Kontakt, wo halt die Wünsche halt der Beschäftigten geäußert wurden, wo es passt, und versuchen dort ein Praktikum zu planen und zu vereinbaren, das meistens eine Dauer von 14 Tagen bis 4 Wochen hat. Und danach entscheiden wir dann, ob es weitergehen darf. Nein, nicht wir, sondern der oder die Beschäftigte entscheidet das. Und der Beschäftigungsgeber natürlich. Und wie hast du das in der Region so wahrgenommen? Würdest du sagen, dass die Betriebe da schon offen für sind? Absolut. Also manchmal macht man es gar nicht wirklich glauben, aber inzwischen ist es sogar so, auch, dass die Betriebe auf uns zukommen und fragen, ob wir nicht mit den Betrieben zusammenarbeiten möchten, worüber wir uns natürlich total freuen, weil das war früher recht zähflüssig, sag ich mal, Beschäftigungsgeber zu finden, weil es halt nicht bekannt war, dass wir diese Arbeit leisten bzw. unsere Beschäftigten leisten können, worüber wir uns sehr, 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 sehr freuen. Vielleicht nochmal so generell gefragt, warum lohnt es sich denn für einen Betrieb, Menschen mit Beeinträchtigung einzustellen? Naja, lohnen, also aus finanzieller Sicht sollte es sich nicht unbedingt lohnen. Das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Grundsätzlich ist es so, dass wir ja immer im Hintergrund oder nein, vordergründig im Kopf haben, die Menschen, die uns anvertraut sind, in eine Beschäftigung zu bringen, beziehungsweise eine Betätigung, um darüber eine Förderung zu erzielen, dass wir die Menschen nach vorne bringen, sie weiterbringen. Wir arbeiten am Selbstwertgefühl, wir arbeiten am Selbstbewusstsein, an den Fähigkeiten, an den natürlich auch praktischen Fähigkeiten in Handwerksbetrieben oder auch hier jetzt, wo wir uns gerade im Baumarkt befinden, dass ein Mensch wie Christoph dann auf Menschen zugehen kann, sie beraten kann und auch fachliches Wissen sich aneignet und sich halt qualifiziert. Okay, dann kommen wir doch direkt mal zu dir, Christoph. Du arbeitest jetzt seit 10 Jahren hier im Baumarkt. Das heißt, dir gefällt es wahrscheinlich. Ja, genau, mir gefällt es sehr gut. Das Arbeitsverhältnis ist auch richtig gut. Und so. Und was machst du hier im Baumarkt? Ich habe meinen eigenen Bereich, meinen Holzbereich, wo ich dann halt eben Sachen bestellen muss und gucken, ob die Regale alle voll sind und ein bisschen Ordnung machen und halt eben Kommission packen. Das heißt, es kommt ein Kunde auf uns zu, der will das und das haben, will geliefert haben und wir müssen natürlich dann alles zusammenpacken und dann wird es ausgeliefert. Ist das eine Aufgabe, die dir mit am meisten Spaß macht oder ist das eher was anderes? Doch, das macht auch Spaß. Und warum Baumarkt? Du hast dich ja dann dafür entschieden. Warum wolltest du in den Baumarkt? Chill. Einfach aus Interesse? Genau, einfach aus Interesse. Hast du denn auch das Gefühl, dass du hier ein vollwertiges Mitglied des Teams bist und hier auch voll mit einbezogen wirst? Ja, genau. Wenn irgendeiner Hilfe braucht, dann helfe ich schon. Und wenn es andersrum ist, genauso. Ist es dein erster Arbeitsplatz oder hast du vorher auch schon woanders gearbeitet? Woanders. Also auch schon woanders. Wo warst du vorher? Viele Sachen ausprobiert. Und hat mir meistens nicht Spaß gemacht oder hat nicht funktioniert. Und dann hast du gemerkt, Baumarkt ist das, was du machen willst? Ja, genau. Richtig. Okay. Was ich mich jetzt frage, wie sieht das mit der Bezahlung aus für Christoph und inwiefern hilft da auch die Lebenshilfe mit? Also bei Christoph ist es ja so, dass er auf dem Außenarbeitsplatz ist und wenn ein Beschäftigter oder eine Beschäftigte von der Werkstatt auf einen Außenarbeitsplatz geht und dort tätig ist, dann verhandeln wir mit dem Beschäftigungsgeber einen sogenannten Wertschöpfungsbetrag, der erst einmal, ja, ich sag mal, im niedrigeren Bereich ist, um zu schauen, ja, was sich daraus entwickeln kann. Das wird halt auch permanent und immer wieder nachgebessert und wird auch geguckt, dass man auch dementsprechend angepasst an die Förderung, an die Fähigkeiten und die Qualifikation das Ganze anpasst, genau. Das heißt, es ist ja dann eigentlich auch ein gewisser Schutz, dass Christoph jetzt zum Beispiel nicht so gut bezahlt wird für seine Leistung. Also da wird schon aufgepasst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag mal, vorrangig ist es natürlich ein anderes Ziel, dieser Außenarbeitsplatz. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man auch da, ich sag mal, eine Rückmeldung bekommt, was dem Beschäftigungsgeber die Arbeit wert ist. Also rein die Arbeit, ne? Abgesehen von der Person natürlich. Warum hat auch der Betrieb was davon, wenn ihr dann Menschen in Beschäftigungsverhältnisse bringt? Was sind so Argumente, die man betrieben sagen können, die noch ein bisschen unsicher sind?
Also zunächst einmal sollte es ja nicht so sein, dass es aus finanzieller Sicht betrachtet, dass der Hauptgrund sein sollte, eine billige Arbeitskraft zu haben. Ganz und gar nicht. Also das möchte ich ganz vehement irgendwie auch von mir weisen oder das machen wir ganz und gar nicht. Nein, es ist einfach nur das Gefühl, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu integrieren, Inklusion zu leben. Das heißt ja nicht nur, dass man einen Menschen jetzt im Betrieb hat, der mitarbeitet, sondern auch die Mitarbeiter, die schon im Betrieb sind, haben die Chance, Menschen kennenzulernen und Berührungsängste auch abzulegen. Und das finde ich ganz wichtig. Das hat ja auch so einen sozialen Aspekt. Das ist ja nicht nur so, dass es da irgendwelche um produktive Dinge geht, sondern wirklich auch das Miteinander, dass man miteinander arbeitet, miteinander spricht, miteinander auch die Pausen verbringt. Inklusion. Was kannst du denn, was andere Mitarbeiter nicht können? Was ist deine Stärke? Gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass du immer ganz gut die Ruhe behältst, oder? Genau, richtig. Das ist das. Jetzt wollte ich gerade reinwerfen, dass es mir sehr wohl tut, wenn du im gestressten Arbeitsalltag hier, wenn die Menschen im Einkaufsalltag gestresst sind und am Samstagmorgen ganz dringend noch irgendwie Material für den Garten brauchen, damit sie auch was zu tun haben am Sonntag, dann kommt Christoph in seiner Ruhe und seiner Gelassenheit und die Arbeit macht doppelt viel Spaß. Michael, jetzt hast du ja auch gesagt, am Anfang hast du ja gesagt, die Unternehmen hier in der Region Rothenburg-Verden, die sind ja bereit, das zu machen. Also würdest du sagen, die Unternehmen, die haben Lust auf Inklusion, die wollen das? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also tendenziell, wir merken es ja selber auch, wir machen es ja schon einige Jahre und inzwischen ist es wirklich so, und das sagte ich auch schon, dass Betriebe auch wirklich auf uns zukommen und wir gar nicht unbedingt in die Betriebe gehen müssen und fragen, sondern wie gesagt, es klingelt auch hin und wieder mal das Telefon und da fragen Betriebe, ob wir nicht Lust haben, zusammenarbeiten zu wollen. Okay, also Christoph und sein Jobcoach Michael, die klingen ja wirklich motiviert. Wie haben sie eigentlich auf dich gewirkt? Wie war die Stimmung, Tom? Ja, die Stimmung war eigentlich ziemlich gut im Baumarkt. Die beiden wirkten sehr vertraut untereinander. Aber auch Christoph und seine Kollegen, die wir teilweise auch gesprochen haben, auch Christophs Vorgesetzte, haben irgendwie sehr wertschätzend über ihn gesprochen. Und man hat gemerkt, dass er da ein wichtiger Teil des Teams ist. Ja, das habe ich auch so wahrgenommen, auf jeden Fall. Wir sprechen ja jetzt über dieses Jobcoach-Modell. Michael Pfingst hat ja jetzt auch darüber gesprochen, was eigentlich das Ziel ist, also die Leute in die Jobs reinzubringen, diese Außenarbeitsstellen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, die Außenarbeitsplätze sind eigentlich dafür gedacht, dass die Menschen langsam an die Arbeit herangeführt werden und dann auch in ein reguläres Arbeitsverhältnis übernommen werden. Jetzt hier bei Christophs Fall ist es so, dass er auf eigenen Wunsch noch gerne in der Werkstatt angestellt bleibt, weil ihm das einfach Sicherheit gibt, auch dass er dann mit seinem Jobcoach regelmäßig in Kontakt bleiben kann. Und dieser Wunsch wird auch respektiert, weil das Wunsch- und Wahlrecht immer sehr hoch gehängt wird. Das zeigt für mich aber auch ein bisschen, wie groß eigentlich dieser Schritt ist, in das reguläre Arbeitsverhältnis zu wechseln. Also dass es für viele Menschen mit Behinderungen wohl immer noch mit sehr vielen Unsicherheiten verbunden ist und eben nicht so einfach vonstatten geht, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Und wahrscheinlich, weil auf dem regulären Arbeitsmarkt auch einfach ein hoher Druck herrscht, kann ich mir vorstellen. Also gerade für Menschen mit Beeinträchtigung. Genau, also das will ich jetzt gar nicht auf Obi speziell beziehen, aber generell habe ich auch von anderen Experten gehört, dass die Hürde deshalb so groß ist, weil ein hoher Druck herrscht und viel erwartet wird von den jeweiligen Menschen und die dort schnell unsicher werden. Gibt es da eigentlich auch eine gesetzliche Regel oder eine gesetzliche Pflicht, wie lange du in diesem sicheren Schutz der Einrichtung sein kannst, bevor du auf den freien Arbeitsmarkt kommst? Oder ist das wirklich nach persönlichem Wunsch? Das geht nach persönlichem Wunsch und ist meines Wissens auch unbefristet möglich. Okay, und jetzt, wir haben ja über dieses Jobcoach-Modell gesprochen. Hast du denn während deiner Recherche auch andere Modelle kennengelernt für Menschen mit Beeinträchtigung? Ja, das habe ich. Es geht schon oft bei der Ausbildung los. Da habe ich zum Beispiel einen sogenannten Werker kennengelernt. Der macht eine Ausbildung zum Werker in der Landwirtschaft. Und das bedeutet, dass er an einer berufsbildenden Schule in Rothenburg den theorie-reduzierten Unterricht macht, einen Tag die Woche in einer recht kleinen Klasse und seine Stärken eher in der Praxis liegen und er deshalb auf einem Hof die praktische Ausbildung eigentlich ganz normal wie alle anderen auch macht. Man muss aber dazu sagen, die Werkerausbildung ist nicht speziell für Menschen mit Behinderungen oder ausschließlich, sondern eigentlich für alle Menschen, die aus welchen Gründen auch immer mit der Vollausbildung in der Landwirtschaft Probleme hatten. Das können soziale Probleme sein, Lernschwächen, wie auch immer. Das ist sehr verschieden. Und auch das Modell kann man in deiner Serie lesen, oder?
Genau, da habe ich sowohl den Unterricht besucht als auch den Hof und mit allen Beteiligten eigentlich gesprochen. Der Leiter des Hofes macht dann auch eine Fortbildung zu einer sonderpädagogischen Zusatzqualifikation, wo er auch bestimmte Prozesse beigebracht bekommt, wie er seinen Hof inklusiver gestalten kann. Das zeigt er dann auch an konkreten Beispielen, wie er einfach bestimmte Abläufe einfach ein bisschen vereinfacht, dass das auch Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen mit Motivationsproblemen schnell reinkommen. Alles klar, also alle, die sich für die Werkeausbildung oder für das Modell Werkeausbildung interessieren, die können einfach in deine Serie schauen, wo und wann es die gibt. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Kommen wir erst nochmal zurück zu Christoph. Es kam ja auch schon so vor, dass er ein volles Mitglied ist da im Obi-Markt. Du hast ja auch andere Betriebe besucht. Kam dir das denn immer so vor, dass die da, oder das, also ich habe jetzt ja Christoph nur kennengelernt. Ich habe gesehen, gut, er ist ein volles Mitglied, ganz normaler Arbeitnehmer wie alle anderen. War das immer so? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also in den Betrieben, die ich besucht habe, ist mir jetzt nichts anderes aufgefallen. Man muss natürlich dazu sagen, ein Betrieb, wo es nicht so gut läuft, würde vielleicht auch nicht unbedingt die Presse zu sich einladen. Aber ich habe in der Recherche auch mit anderen Menschen sprechen können, die mir dann durchaus schon mal geschildert haben, dass sie in der Hierarchie weiter unten stehen, dass sie vielleicht mal schlechtere oder unbeliebtere Aufgaben übernehmen müssen und dass es da noch nicht überall so gleichberechtigt abläuft und inklusiv wie jetzt vielleicht bei dem Vorzeigebeispiel Obi. Tom, du hast ja nicht nur mit Betrieben gesprochen, sondern auch mit der Bundesagentur für Arbeit, die ja die Fördermaßnahmen finanziert. Wie sieht's da aus? Genau, einen Teil der Fördermaßnahmen finanziert die Bundesagentur für Arbeit. Teilweise sind da auch andere staatliche Stellen für zuständig. Aber ein ganz interessantes Modell, was sich gar nicht so sehr auf die Menschen mit Behinderung richtet, sondern auf die potenziellen Arbeitgeber, ist das Budget für Arbeit, was es seit ein paar Jahren gibt. Und das beinhaltet, dass die Arbeitgeber bis zu 75% des Lohns der Angestellten bezuschusst bekommen von der Agentur für Arbeit und dient sozusagen dem Übergang, auch um die Menschen aus diesen Werkstätten rauszuholen und dann es einfach mal auszuprobieren, ohne dass der Arbeitgeber jetzt ein hohes finanzielles Risiko eingeht. Okay, also ein finanzieller Anreiz für Betriebe, die Menschen mit Beeinträchtigungen einstellen. Genau, kann man so sagen. Und auch eine Unterstützung, weil es auch da wieder so die Möglichkeit eines Jobcoachings gibt, der oder die Jobcoach dann bei Problemen vermittelt. Und es könnte auch insofern für die Betriebe finanziell attraktiv sein, weil seit dem 1. Januar 2024 das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes in Deutschland gilt und Arbeitgeber, die eine bestimmte Quote an schwerbehinderten Menschen in ihrer Belegschaft nicht erfüllen, müssen jetzt noch mehr Ausgleichsabgaben zahlen als vorher schon. Und diese Ausgleichsabgaben fließen dann unter anderem in diese Maßnahmen, wie zum Beispiel das Budget für Arbeit. Das heißt, Deutschland wurde zwar viel gerügt in der Vergangenheit, aber Deutschland ist auf jeden Fall versucht es immer wieder besser zu werden, in die richtige Linie zu bringen. Springen wir jetzt nochmal zurück zu unserem Positivbeispiel, zu Christoph, der uns mal seinen Arbeitsplatz gezeigt hat. Okay, also wir gehen jetzt im Baumarkt ein bisschen rum, Christoph, und du zeigst uns jetzt mal, was du hier so machst, ne? Genau, richtig. Wo sind wir denn jetzt hier und wo gehen wir gerade hin? Also wir sind im Gartencenter, im Gewächshaus. Und jetzt gehen wir nach draußen zu meinem Bereich. Da gibt es Kanthölzer, Zäune, Steine, Erden und Komposter. Okay, also Steine, Hölzer, Komposte, alles klar. Was machst du dann hier? Und zwar mache ich ein bisschen Ordnung, gucke, ob alles gerade ist, ob nichts schief ist. Räume dann natürlich nach, wenn was leer ist, dass ich dann halt eben wieder voll mache und bestelle halt eben, wenn ich merke, oh, da ist nur noch zwei Kanthölzer oder so, dann wird aber Zeit, dass wir bestellen. Und wenn jetzt hier ein Kunde herkommt, dann weißt du wahrscheinlich auch genau, wo hier alles ist. Genau, richtig. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne Bambus für meinen Garten, dann weißt du... Genau, links und rechts oder geradeaus. Ja, scheint ja so, als ob Christoph voll im Thema ist. Ja, der ist voll im Thema und man hat auch gemerkt, der liebt, was er macht. Der ist engagiert, der hat einfach Bock auf seinen Job. Und ja, er arbeitet ja im Baumarkt. Aber es gibt ja auch viele Behindertenwerkstätten, davon hast du ja auch schon erzählt, Tom. Und da gibt es auch immer mal wieder Kritik. Welche ist das denn?
Genau. Also in Deutschland arbeiten rund 300.000 Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen, so heißt es offiziell. Und das Ziel dieser Werkstätten ist eigentlich, diese Menschen individuell zu fördern und auch auf den regulären Arbeitsmarkt vorzubereiten. Den Sprung auf den regulären Arbeitsmarkt aus diesen Werkstätten heraus schaffen aktuell aber nur so rund 1%, was ja eine recht geringe Quote ist, die auch immer wieder von der UN kritisiert wird. Also, dass man weiter diese Menschen in einer Sonderwelt hält, wo sie unter sich bleiben, wo sie sozusagen auch keinen Kontakt haben zu Menschen ohne Behinderung. Das ist der erste Kritikpunkt. Und der zweite Kritikpunkt ist, dass die Menschen in den Werkstätten keinen richtigen Lohn erhalten, sondern eher eine Motivationspauschale. Und auch obwohl sie dann teilweise 38 Stunden die Woche arbeiten, ist diese Motivationspauschale ein dreistelliger Betrag. Der variiert ein bisschen, aber ist meistens ein niedriger dreistelliger Betrag, wovon man natürlich nicht leben kann. Und die UN-Behindertenrechtskonvention sieht eigentlich vor, dass alle Menschen ihren Lebensunterhalt durch ihre Arbeit bestreiten können. Diese Menschen können das eben nicht, sondern sind weiterhin abhängig von Sozialleistungen, Pflegegeld. Tom, du hast es 1% erwähnt. 1% der Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, finden den Weg raus. Deine Erfahrung, liegt es an diesem 1%, liegt es daran, dass sie Angst haben, den sicheren Hafen der behinderten Werkstätten zu verlassen? Oder liegt es daran, dass die Arbeiten, die außen angeboten werden, zu kompliziert für sie sind? Also das kann man, glaube ich, gar nicht pauschal beantworten. Ich habe zum Beispiel auch zwei Betreiber kennengelernt, einer Werkstatt für Menschen mit seelischen Behinderungen. Das sind einfach chronisch psychisch erkrankte Menschen. Und da soll es wohl so sein, dass genau diese Menschen eigentlich sich diesen geschützten Bereich wünschen, auch gar nicht raus wollen, weil sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und im Einzelfall ist durchaus sinnvoll sein kann, diesen geschützten Rahmen weiterhin anzubieten. Dann habe ich auch öfter gelesen in meiner Recherche, das haben mir die Leute, mit denen ich gesprochen habe, so nicht bestätigt, aber ich habe es in der Recherche öfter gelesen, dass auch die Werkstätten ein Interesse daran haben, ihre besten Arbeiter sozusagen nicht abzugeben, weil dann natürlich die Produktivität der Werkstatt sinkt. Und das allergrößte Problem, was mir aber auch alle immer wieder bestätigt haben, ist, dass der Arbeitsmarkt und die Arbeitgeber nicht darauf eingestellt sind. Also sei es durch Prozesse, die relativ einfach umgestaltet werden könnten, um inklusiver zu sein, aber auch durch Haltung der anderen Kolleginnen und Kollegen oder der Vorgesetzten, die vielleicht mit einer offeneren Haltung rangehen müssten oder sich einfach mal informieren müssten, welche Fördermöglichkeiten es überhaupt gibt. Das heißt also, Betriebe zahlen lieber diese Abgabe für Schwerbehinderte, die sie nicht einstellen, anstatt mal ihren Betrieb umzustellen. Genau, beziehungsweise es gibt noch eine Besonderheit, dass sogar Firmen, also diese Werkstätten, die ich jetzt gesehen habe, waren ja recht klein. Die waren teilweise eine ökologische Baumschule auf einem Hof draußen in einer schönen Atmosphäre. Aber viele Werkstätten sind auch in großen Produktionshallen, wo es eher um Fließbandarbeit geht, wo dann auch die großen Konzerne der Automobilindustrie zum Beispiel Aufträge vergeben, um einfache Arbeiten verrichten zu lassen, die dementsprechend wenig dafür zahlen, weil sie ja nicht den Mindestlohn zahlen müssen. Da gibt es jetzt noch eine Besonderheit, wenn jetzt ein großer Konzern der Automobilindustrie nicht seine Quote erfüllt, bestimmte Anzahl an schwerbehinderten Menschen einzustellen, aber einen Auftrag an eine Werkstatt vergibt, dann müssen sie nur einen Teil der Quote erfüllen. Das heißt, diese Konzerne profitieren eigentlich doppelt, indem sie günstige Arbeitskraft zur Verfügung haben und auch ihre Quote nicht voll erfüllen müssen. Und die Quote würden sie dann wahrscheinlich, also die Quote erfüllen sie nur, wenn sie die Leute wirklich bei sich einstellen, ne? Also die Quote wird dann runtergesetzt, hast du ja gesagt, aber genau. die Quote an sich wird nur erfüllt, wenn die jetzt sagen, wir machen das jetzt nicht über die Behindertenwerkstätten, sondern wir stellen diese Personen jetzt bei uns richtig ein. Genau, eigentlich ist die Quote dafür gedacht, die Menschen inklusiv bei dem Unternehmen einzubinden, wird aber dann um die Ecke ausgelagert. Ah, okay, also profitieren sie einmal dadurch, dass die Menschen, dass sie diese Werkstättenaufträge vergeben und sie profitieren dadurch, dass sie durch diese Aufträge weniger Menschen mit Schwerbehinderung einstellen müssen. Genau, nur die Menschen mit Behinderung profitieren eben oft nicht, weil sie gerade in diesen großen Industriewerkstätten eben nicht, wie es eigentlich vorgesehen ist, entsprechend gefördert werden oder auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Gut, dann zurück zu Christoph im Baumarkt, denn Christoph ist nicht nur vom Baumarkt angetan, die Baumarktsleitung ist auch von Christoph angetan. Und Stefan Vogler, der ist seit 2002 Marktleiter des OBI-Marktes hier in Rothenburg.
Jetzt haben wir ja heute Christoph kennengelernt, ein Beschäftigter hier bei Ihnen im Markt von der Lebenshilfe. Warum machen Sie das als Markt? Wir haben das einfach mal angeboten bekommen, damals vor 10 Jahren. Und wir haben es einfach mal probiert und nach dem Motto einfach mal, warum nicht? Und das passte auch. Wir haben Christoph kennengelernt in so einem Praktikum. Und ich sage jetzt einfach mal, der hat Potenzial gehabt und das haben wir gesehen. Das, was wichtig ist für alle, die das vielleicht mal machen möchten, man muss den Leuten Zeit geben. Und die hat er bei uns bekommen. Wir haben uns sehr lange auch intensiv mit ihm beschäftigt. Und der ist heute auf einem Stand, wo ich sage, der bedient alleine Kunden, der macht Reklamationen und alles. Also ein vollwertiger Mitarbeiter. Also richtig, richtig klasse. Also würden Sie sagen, Christoph ist jetzt nicht mehr wegzudenken aus dem Markt? Genau, so ist es. Also Christoph ist ein Teil des Teams, ganz klar. Das sieht er auch so und wir auch. Und für uns ist das ist ein Mitarbeiter, der wirklich nicht, also wir lassen keine guten Mitarbeiter gerne gehen und er gehört definitiv dazu. Sie haben ja gesagt, Christoph ist eine vollwertige Arbeitskraft. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass man ja dann auch eine Arbeitskraft hat, was bringt das denn noch für einen Mehrwert in das Unternehmen, wenn man Menschen mit Beeinträchtigung einstellt? Ja, also das ist eigentlich, wir kommen, ich sage jetzt mal so, es hat uns noch nie ein Kunde darauf angesprochen. Das ist, ich finde das eigentlich sehr positiv. Wir machen das nicht deshalb, weil wir anders wahrgenommen werden möchten, sondern einfach, weil das so ist. Der passte einfach hierher und wir haben einfach mit einer ganz großen Begeisterung auch seine Begeisterung gespürt. Der hat also die Obi-Jacke die erste Zeit ja gar nicht mehr ausgezogen und der ist einfach... prima, das passt einfach rein. Aber wir haben eigentlich keinen Hintergedanken oder nicht so einen Gedanken, dass wir sagen, wir möchten anders wahrgenommen werden. Das hat sich einfach so ergeben. Wir haben es probiert und wir würden es auch wieder machen. Nur es ist eben halt so, es kostet Zeit und es ist auch Arbeit, den dahin zu bringen, wo er ist. Also das ist der Unterschied eben halt mit anderen Mitarbeitern. Ich muss denen das vielleicht 2-mal, 3-mal, 4-mal erklären und so. Und das ist der Unterschied eben halt. Aber ansonsten ist das perfekt. Also ich finde es ja auch wirklich toll, dass Unternehmen da auch Zeit investieren, weil die Inklusion in Deutschland irgendwo noch in den Kinderschuhen steckt, könnte man sagen. Je mehr wir alle für uns dafür einsetzen, desto eher wird die Inklusion in unserer Gesellschaft stattfinden. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt ein positives Inklusionsbeispiel kennengelernt. Wir wissen aber auch alle, dass es nicht immer so läuft wie bei Christoph. Deshalb mal die Frage an dich, Tom. Wie ist denn dein Fazit aus dieser ganzen Recherche, die du jetzt geleistet hast? Klappt die Inklusion auf dem deutschen Arbeitsmarkt? Also ich glaube, dass man sagen kann, dass die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt definitiv noch nicht klappt. Das waren ja alles jetzt besondere Modelle, die ich mir angeschaut habe. Und es ist ja definitiv noch nicht die Regel, dass Menschen mit Behinderung jetzt bei allen möglichen Arbeitgebern Teil des Teams sind. Was man aber, glaube ich, auch sagen kann, dass in Deutschland vom Staat einerseits verschiedene Maßnahmen und Instrumente angewandt werden und auf den Weg gebracht wurden, um diese Inklusion zu fördern. Gleichzeitig wohl aber auch bei den Unternehmen ein Wandel stattfindet, weil Michael Pfingst von der Lebenshilfe Rothenburg-Verden sagte uns beiden ja zum Beispiel, dass früher er auf die Unternehmen zugehen musste und erstmal von diesem Modell berichten musste. Mittlerweile würden die Unternehmen auf die Lebenshilfe zukommen und fragen, ob sie nicht sozusagen kooperieren wollen, um Menschen mit Behinderung im regulären Arbeitsmarkt unterzubringen. Okay, also im Bereich der Inklusion ist das doch so ein kleiner Hoffnungsschimmer am ganz weit entfernten Horizont, oder? Das ist vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Vielleicht hat das aber auch einfach was mit dem Arbeits- und Fachkräftemangel zu tun, dass die Unternehmen es sich einfach nicht mehr leisten können, die Potenziale von Menschen mit Behinderungen, die ja durchaus vorhanden sind, die individuellen Stärken, einfach links liegen zu lassen. Gut, ich wollte eigentlich ein positives Fazit am Ende dieser Folge haben, aber danke Tom. Ja, aber es gibt Unternehmen, die da Bock drauf haben und die sich darauf einlassen möchten. Und ich denke, je mehr positive Beispiele es gibt. Was ich noch wichtig finde, ist ein Zitat, was mein Interviewpartner mit auf den Weg gegeben hat, was auch nochmal hilft, darüber anders nachzudenken, dass Inklusion eben ein Recht und kein Almosen ist. Also, dass auch wenn das sehr teuer ist, sehr viel Aufwand,
bedeutet, sich trotzdem alle gesellschaftlichen Bereiche dieser Aufgabe stellen müssen, weil diese Menschen mit Behinderung eben ein Recht darauf haben. Okay, Tom, mit diesem Fazit beenden wir jetzt unsere Folge. Und für alle, die noch mehr zu diesem Thema wissen wollen, wo kann man denn deine Recherche lesen? Also man kann es natürlich in den alten Ausgaben der Rothenburger Kreiszeitung lesen, wenn ihr die Elona-App habt. Ansonsten auch einfach auf kreiszeitung.de auf Rothenburg klicken und dann ein bisschen suchen. Dann also, findet man das schon. Also online. Also klickt gerne rein bei kreiszeitung.de oder bei Elona, wie Tom eben schon gesagt hat, wenn ihr da schon ein Abo habt. Wenn nicht, dann denkt doch mal über ein Abo nach. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine nette Bewertung bei Spotify und Coda. Und abonniert die beiden gerne auch bei Instagram, Facebook unter mk-podcasts. Ja, vielen Dank für diesen Tease, Tom. Danke, dass du da warst. Danke für deine Expertise und das Blicken hinter die Kulissen deiner Recherche. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Und bis nächste Woche. Schönes Wochenende.